Bevor es in den Kommentaren steht, ich weiß, dies ist kein Horrorvideo. Dies ist auch nichts Mysteriöses oder Sonstiges. Doch da ich gerade erst am 31. ein tiefgründiges Video gemacht habe, wo ich auch über den Wandel von YouTube Deutschland und ein Problem geredet habe, schließe ich gleich daran an. Vor einigen Tagen passierte etwas, das YouTube Deutschland ein Stück weit schockierte. Und viele von euch wollten unbedingt mehr darüber wissen und schrieben mich über alle Plattformen an, dass ich ein Video machen soll. Von einem auf den anderen Tag waren alle Videos und Inhalte der YouTuber ApeCrime verschwunden. All die Videos, die über die Jahre hinweg von vielen gesehen, geliked, kommentiert und geliebt wurden, alle sind plötzlich weg. Sofort fingen viele an nachzusehen, was passiert ist und erkundigten sich. Doch nicht nur YouTube war leergefegt, auch ihre Social-Media-Plattformen gaben keine Informationen auf. Twitter ist wie leergefegt gewesen und selbst die aktiven Twitter-Channels wie der von Jan Meyer sind dort auch nicht weiter hilfreich. Denn hier kam zu am 30. Dezember ein Tweet, doch dieser äußerte sich kein Stück zu der derzeitigen Lage, in der sich ApeCrime befindet. Nun kommt aber die Frage, weswegen viele mich gefragt haben, ob ich ein Video dazu machen kann. Was ist wirklich mit ApeCrime passiert? Sichere Antworten darauf sind natürlich schwer zu bringen, wenn man kein offizielles Statement der YouTuber selbst hat. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei nicht um einen Hackerangriff handelt. Wäre es ein Hacker gewesen, der sich dort eingeloggt hätte und die Videos gelöscht hätte, dann wäre dies offen kommuniziert worden auf Kanälen wie dem von Jan Meyer. Und zwar um die Zuschauer zu beruhigen und um Abonnentenverlust zu minimieren. Denn jetzt in den letzten Tagen, wo ApeCrime keine Videos mehr auf dem Kanal hat, verlieren sie stark an Abonnenten. Dies ist absolut verständlich und jeder YouTuber würde das voraussehen und würde deswegen Nachrichten rausgeben, wenn irgendwie ein Hacker Zugriff hätte, damit die Abonnenten nicht deabonnieren. Ein YouTube-Bug ist genauso unwahrscheinlich, da dieser eigentlich längst behoben hätte werden müssen und es offen kommuniziert worden wäre, genauso wie der Hackerangriff. Eine Entführung oder der Tod einiger Mitglieder ist zu dämlich, um diese Gründe wirklich ernst zu nehmen und vermutlich nur eine sinnlose Theorie des Internets. Die Wahrheit, was hier passiert ist, liegt wohl oder übel auf der Hand. ApeCrime hat höchstwahrscheinlich sich dazu entschieden, den Kanal zu löschen und sich damit neuen Projekten zu widmen. ApeCrime selbst hat schon länger immer wieder offen darüber geredet, neue Dinge ausprobieren zu wollen und sich neu zu erfinden. Mehrmals haben sie neue Projekte gebracht, die aber wenig gut aufgegriffen wurden. Und diese ganzen neuen Projekte oder dieses sich neu erfinden wollen, scheint jetzt die Durchsetzung zu bekommen. Doch die Frage bleibt, warum sie dies nicht offen kommunizieren und nicht Bescheid sagen, wenn sie etwas ändern wollen. Hier sehe ich zwei Möglichkeiten, warum dies so passiert. Die erste und relativ unwahrscheinliche wäre, dass sie sich komplett aus YouTube zurückziehen wollen. Die zweite Möglichkeit, die aber deutlich wahrscheinlicher ist, ist, dass die ganzen Fragen, die sich um ApeCrime jetzt winden, sorgen für Aufmerksamkeit und Interesse. Dieses Interesse wäre für einen Neuanfang sehr wichtig, denn sobald ein neues Video auf dem Kanal kommen wird, wird dieses Video enorme Klickzahlen bekommen, da alle eine Antwort wollen, was denn jetzt genau passiert ist. Und somit wäre der perfekte Start für ein ganz neues ApeCrime gegeben sein. Hierzu kommt auch noch der Tweet von Sarah Leeds, der Freundin von Chengiz, die häufiger mal in die Öffentlichkeit tritt. Sie schrieb einen etwas verwirrenden kleinen Text. Dieser Text ging: So, ein Neustart kann irgendwie traurig sein. Ich glaube, das ist aber normal. Tschüss Vergangenes, hallo Neues. Der Tweet ist mittlerweile verschwunden und nicht mehr aufzufinden, doch er weist stark darauf hin, dass es mit dem Verschwinden von ApeCrime irgendwie zu tun hat. Und das ist vermutlich auch die ganze Antwort, was mit ApeCrime los sind. Sie sind bloß YouTuber, die sich etwas Neuem richten wollen und deswegen ihre alten Videos gelöscht haben. Doch wieso mache ich dieses Video, obwohl ich kein News-Kanal bin? Einfach. Ich habe in meinem Silvester-Video von einem Wandel der deutschen YouTube-Szene gesprochen und wie traurig ich diese finde. Das, was ApeCrime nun passiert ist, ist ein trauriges Merkmal für diesen Wandel. Ihr müsst wissen, vor einigen Jahren bestand YouTube aus drei größeren Hauptgruppen. Musik und filmerische Projekte, Let's Plays und Comedy. Kleine Sketche wie die von Fresh Torge, ApeCrime und Blarly waren die mit beliebtesten Videos, die es in der deutschsprachigen YouTube-Szene gab. Und sie kamen auch regelmäßig. Let's Player wie Gronkh, Commander Krieger, Sarazar und so weiter erzielten super Klicks. Doch mittlerweile änderte sich dieses Bild von YouTube Deutschland komplett. Aufwendig gestaltete Videos, die Wochen an Arbeit benötigen und mit aufwendigen Teams gedreht werden müssen, bekamen früher noch hohe Klickzahlen und viel Aufmerksamkeit. Doch mit der heutigen Masse an Pranks, Bottle Flip, 24 Stunden und Hot Knife Challenges und so weiter erzielen diese Videos immer weniger Aufmerksamkeit
und verschwinden somit immer mehr von YouTube. Und dies ist auch der Grund, wieso so viele Videoproduzenten sich gewandelt haben. PewDiePie zum Beispiel ist eines der größten Beispiele dafür. Er bekam einen unglaublichen Erfolg als Let's Player. Er brachte beinahe ausschließlich Gaming-Content und gelegentlich Videos über ihn selbst. Mittlerweile sind die Gaming-Videos eine Seltenheit geworden und Lifestyle-Videos, Clickbait-Titel, Challenges und so weiter dominieren seinen Kanal. Natürlich macht er dies meistens mit einer kleinen Fußnote, dass er eigentlich sich drüber lustig machen will, aber trotzdem hat sein Kanal sich extrem gewandelt. Viele deutsche YouTuber verlieren auch Zuwachs und Aufmerksamkeit. Videos, die sie damals machten, weil sie Lust drauf hatten, bekamen nicht mehr so viele Klicks. Und die YouTuber hörten auf, diese Videos zu produzieren, um erfolgreichere Videos zu produzieren. Auch wenn sie auf diese erfolgreicheren Videos vielleicht nicht so viel Lust hatten. Dieser Zwang, für Aufmerksamkeit andere Videos zu machen, lastet auf vielen YouTubern, die schon lange dabei sind. Wenige trauen sich, nur dies zu tun, was sie auch wirklich tun wollen. Aus Angst, irgendwann nicht mehr relevant zu sein und irgendwann einfach zu verschwinden. Und diese Angst und dieser Zwang, immer wieder was zu machen, was die anderen wollen, was man selber aber gar nicht möchte, ist irgendwann einfach zu viel für uns selbst. Und sorgt dafür, dass in den letzten Jahren viele YouTuber ihre Kanäle geschlossen haben oder vielleicht monatelang Pausen auf YouTube gemacht haben. Sie taten dies, weil sie einfach nicht mehr weitermachen können, Videos nur für Klicks zu produzieren. YouTuber wie Gronkh, Julian Bam und so weiter, also Leute, die ehrliche und aufwendige Videos produziert haben, bekommen zwar immer noch Aufmerksamkeit, aber verblassen geradezu im Angesicht der Zahlen, die zum Beispiel eine Bibi's Beauty Palace oder ein Upper Red erzielen. Und so sieht es in YouTube Deutschland zurzeit leider aus. YouTuber, die wir über die Jahre her lieben gelernt haben, verschwinden mit der Zeit. Und machen manchmal auch nur noch Videos für Klicks, bis sie irgendwann an diesen Videos kaputt gehen. Und dies kann jedem passieren. Egal ob Apecrime, Mrs. Vlog, Gronkh und so weiter. Das Schlimme an dieser ganzen Situation ist, dass es keine Lösung dafür gibt. Es gibt keinen Wunsch oder kein erreichbares Ziel, das dazu führt, dass die Leute aufhören, ihre Kanäle zu löschen oder aufhören, Videos nur für Geld zu produzieren. Viele sind abhängig von YouTube. Sie brauchen die Klicks und das Geld, um ihr normales Leben zu führen. Und wenn sie auf einmal sehen, dass die Videos, die sie früher machen konnten und viel Geld damit erzielten und auch viele Klicks hatten und Spaß hatten, nicht mehr so viel Erfolg haben, dann wenden sie sich neuen Dingen zu. Neuen Dingen, die ihnen vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen. Alles, was man haben kann in diesem jetzigen Zeitpunkt, ist nur der Wunsch, dass jeder YouTuber auf YouTube wieder dies tun würde, was er wirklich will und sich nicht ein jeder nach Geld und Klicks richtet. Doch dies ist leider auch 2017 weiterhin nur Wunschdenken.